Ich kann diesen Tag immer noch nicht vergessen. Vor 12 Jahren lebte ich als Obdachloser während einer Phase in meinen 20ern. Es war eine Zeit, in der ich auf der Straße lebte und mit einem einzigen Laib Brot überlebte. Eines Tages, als ich auf der Straße schlief, hatte ich einen seltsamen Traum. In dem Traum rannte ein Monster mit 100 Augen auf mich zu. Ich wachte schreiend auf, als das Ungeheuer direkt vor mir stand. Es war ein dunkler Morgen. Und als ich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, bemerkte ich, dass ein Fremder vor mir stand. Ich war so erschrocken. Dann kam er direkt vor meine Nase und fing an, mit seiner Hand mein Gesicht zu betasten. Ich rief verdutzt und fragte, was er da tat. Dann blieb er stehen, legte die Handflächen aneinander und rief seltsame Beschwörungsformen, während er rückwärts ging. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, er sagte etwas in dieser Art. Die sichtbare Welt ist eine Fälschung. Er war gekleidet wie ein Mönch und lief mit geschlossenen Augen. Ich war so entsetzt, aber so müde und hungrig, dass ich nicht einmal mehr die Kraft hatte, etwas zu tun. Also schlief ich einfach weiter. Am nächsten Tag hörte ich jedoch, wie sich andere Obdachlose miteinander unterhielten. Geht es allen gut? Ich glaube, es geht uns gut. Zum Glück scheinen alle die Sache gut verkraftet zu haben. Ich fragte sie, worüber sie redeten, und sie erzählten mir etwas Schockierendes. Es hieß, dass ein Unbekannter jede Nacht käme und heimlich die Augen. Es war der sogenannte Eye Hunter. Als ich das hörte, war ich schockiert und hielt für einen Moment die Luft an. Denn es schien mir, dass er die Person war, die ich am Morgen gesehen hatte. Ich war plötzlich von einer großen Angst überwältigt. Aber es wird gemunkelt, dass er niemanden umgebracht hat. Eines Tages. Und dieser schrie, dass er lieber getötet werden wolle. Aber der Augenjäger ging weg und sagte, dass es sein Prinzip sei, keine Menschen zu töten. Als ich das hörte, zitterte mein ganzer Körper. Wenn ich damals nur 3 Sekunden zu spät aufgewacht wäre. Ich konnte mir nicht einmal vorstellen, was dann passiert wäre. Erst dann fand ich heraus, warum die Obdachlosen dort jede Nacht Wache hielten. Ich dachte immer, sie würden Wache halten, um nicht um ihr Essen gebracht zu werden. Aber ich wusste nicht, dass sie damit ihre Augen schützen wollten. Daraufhin beschloss ich, mich einer Gruppe von Obdachlosen anzuschließen. Denn allein konnte ich nicht schlafen. Und es gelang mir, eine Zeit lang sicher zu sein, indem ich in der Gruppe Nachtwache hielt. Dann, eines Tages, früh am Morgen, hörte ich einen lauten Schrei. Alle wachten auf, aber ein Obdachloser wälzte sich herum und hielt sich die Hände über die Augen. Überall in seinem Gesicht und auf dem Boden war Blut. Und in der Ferne sah ich den Rücken des Mönchs, der mit enormer Geschwindigkeit rannte. Ich hörte Menschen schreien und brummen. Wir riefen eilig einen Krankenwagen und er wurde abtransportiert. Es stellte sich heraus, dass die Person, die die Nachtwache hielt, eine Weile eingeschlafen war. Und es passierte mitten in der Nacht. Wir meldeten es der Polizei. Ich war sehr erschrocken und hatte das Gefühl, dass ich dort nicht länger bleiben konnte. Ich versuchte verzweifelt, von dort wegzukommen. Und schaffte es schließlich, mein Obdachlosenleben zu beenden. Ich mietete ein kleines Haus und begann mein neues Leben. Nachdem einige Zeit vergangen war, besuchte ich einige der Obdachlosen, denen ich nahestand. Sie hießen mich willkommen und erzählten mir, dass sie gehört hatten, dass der Augenjäger von der Polizei gefasst worden war. Jener sagte zur Polizei daraufhin Folgendes. Erst wenn der Mensch die Welt mit seinen Augen sieht, entstehen Vorurteile und Sünden. Nur wenn man sich nicht vom äußeren Schein täuschen lässt, erkennt man den wahren Sinn des Lebens. Deshalb die Augen der Menschen, damit sie wirklich erleuchtet werden können. Er glaubte, dass dies die Menschen retten würde. Und er hatte auch keine Augen. Sie wurden von ihm selbst. Er sagte jedoch, dass er nach langer Praxis die Welt durch sein drittes Auge, Chakra genannt, sehen kann. Wie ihr seht, ist immer noch ein Rätsel.
Ich leide immer noch jeden Tag unter Schlaflosigkeit. Er ist zwar im Gefängnis, aber aus irgendeinem Grund denke ich ständig, dass er bei mir einbrechen könnte. Jetzt schlafe ich jeden Tag mit meiner Brille, denn ich habe das Gefühl, dass ich dadurch meine Augen schützen kann. Ich möchte so schnell wie möglich aus dieser Angst herauskommen. Wenn ich ihn nur irgendwie aus meinem Gedächtnis streichen könnte. Als ich mit meinem Ex in Los Angeles, Kalifornien lebte, hatte ich eine orange-weiße Pitbull-Hündin namens Missy. Eines Abends, als ich mit ihr draußen im Garten Gassi ging, kam mein Nachbar von nebenan vorbei. Ich erkannte ihn, hatte aber noch nie mit ihm gesprochen. Es waren keine anderen Leute in der Nähe. Die Straße war völlig leer. Außer ihm, mir und meinem Hund. Er begann ein Gespräch und lief plötzlich und unvermittelt in meinen Garten und direkt auf mich zu. Er war groß und irgendwie unheimlich, wahrscheinlich in den 40ern oder 50ern. Ich war ungefähr 19. Es war einer dieser Momente, in denen jemand eine Kleinigkeit tut, die normalerweise nicht bedrohlich wirkt, aber deine Instinkte, deine Gefühle dir einfach sofort sagen, dass etwas nicht stimmt und du in Gefahr bist. Mein Hund zerrte plötzlich an der Leine, knurrte und bellte den Kerl an. Sie hatte sogar eine Felllinie auf den Rücken, die sich aufrichtete. Sie war normalerweise immer sehr lieb und hatte sich nie so benommen. Ich schätzte, ihre Instinkte spielten verrückt, genau wie meine. Der Mann blieb wie angewurzelt stehen, starrte meinen Hund ängstlich an, sah zu mir auf und fragte mich: Beißt Ihr Hund? Und obwohl sie noch nie jemanden gebissen hat, log ich und sagte: Ja, sie beißt. Dabei schaute ich ihm direkt in die Augen und blinzelte nicht. Er verließ daraufhin schnell meinen Garten, eilte in sein eigenes Haus und versuchte nie wieder mit mir zu sprechen, obwohl ich danach mehrere Jahre lang neben ihm wohnte. Jahre später trennte ich mich von meinem Ex und zog zurück nach Oregon. Eines Tages langweilte ich mich und hatte vor kurzem erfahren, dass es angeblich eine Website gab, auf der man nachsehen konnte, ob ein Straftäter in seiner Nachbarschaft gelebt hatte. Ich beschloss, mich zu informieren, weil ich gerne nachts spazieren gegangen bin, aber keinen Hund mehr hatte, der mich beschützen konnte. Ich suchte in der Gegend, in der ich lebte, und entschied mich dann, in der Gegend nachzusehen, in der ich früher gelebt hatte. Ein Bild dieses unheimlichen Nachbarn tauchte auf meinem Handy auf. Er war ein Straftäter und ich hatte es die ganze Zeit, in der ich dort gelebt hatte, nicht gewusst. Das ist also die Geschichte, wie mein Hund mich davor bewahrte, von meinem Nachbarn, der ein Straftäter war, angegriffen zu werden. Ich habe diesen Hund geliebt und vermisse ihn.